Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Together Borderlands mit mir und dem guten Sinister. Da hinten macht er schon wieder Hallo. Radau. Hier bin ich. Ja, komm zu übersehen. Hallo Flocke. Wir freuen uns wieder hier zu sein. Wir haben jetzt, wie lange haben wir wieder nicht aufgenommen? Ein, zwei Wochen? Eine Ja, Woche? ist schon wieder ein bisschen her. Genau, wir mussten uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen neu orientieren, was wir denn überhaupt gemacht haben letzte Folge. Und wenn ich mir so meinen Questlog anschaue, war das eine ganze Menge. Jetzt haben wir aktuell drei Quests offen. Ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum, oder? Und fangen direkt mal mit dem nächsten an. Los geht's. Da bietet sich eigentlich dieser Sledge-Treffen mit Shep eigentlich am besten an. Der ist eher unsere Stufe. Die anderen beiden sehen noch ein bisschen härter aus. Na dann, auf zu Shep Sanders. Shep Sanders. Verfolgen wir mal die Der ist ein Quest. bisschen Shep's, der Kerl, glaube ich. Ich hoffe nicht. Vielleicht guckt er nur Shep. Wie so ein Chamäleon. Können wir wieder Auto fahren? Können wir wieder Auto fahren? Mag das Auto mit der großen Kanone. Wo müssen wir denn hin? Hier Ach, gibt's da die vorne hin. Autos. Auto fahren, Auto fahren. Das ist wieder deine Lieblingsfarbe. Ja, klar. Dann. Hier. Auto erscheint an 3, 2, 1 jetzt. Was? Hey, ich will nicht schießen. Oh, Entschuldigung. Wie kann ich denn. Wow. Wie komme ich denn hier raus? Wieso kann ich denn nicht schießen? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt hier mal den Schützenplatz. Alter, das ganze Auto. Oh. Ich habe vergessen, dass das so eine geile Bombe ist. Das mit dem. Oh. Das mit dem Zielen ist immer noch nicht so meins. Muss ich mal gucken, was mit meiner Waffe los ist. Warum kann ich denn nicht mehr schießen? Sehr klarer Fall von Impotenz, würde ich sagen. Wer Was ist das? denn? Kann man Ach, den hier überhaupt ist nicht? dieser Shep Sanders. Ach, der ist schon da. Ach, das ist interessant. Hallo. Ich sehe irgendwie aus wie so eine Goth-Braut gerade. Hallo. Sprechen. Okay, mit der Sprich. Waffe kann ich. Mit der auch. Hallo, mein Freund, ich Hat bin sie Shep auch wieder. Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Zephyr Substay. Was keine für ein Ahnung. Und der Headstone-Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor Dahl sich vom Acker gemacht hat und die Banditen hierher gezogen sind. Juhu, Belohnung einsammeln. Ring-di-ding. Finde ich Ring-ding-ring-ding-ding. gut. Sledge, der Minenschlüssel. Ah, da hat er direkt drei Missionen für uns. Drei. What the fuck? Ja, alle Level 10. Lies mal vor. Den Minenschlüssel. Der Minenschlüssel. Du willst Sledge aus der. Oh. Aus der Headstone-Mine vertreiben, was? Schön für dich. Tja, du bist wohl verrückt, aber ich lasse dich nicht im Regen stehen. Du brauchst den Schlüssel. Gut. Zuletzt habe ich ihn unten im Büro der Zephyr Substation gesehen. Yes, ich konnte es aussprechen. Allerdings werden die Banditen etwas dagegen haben, dass du ihn findest. Das kann ich mir auch vorstellen. I Willst du don't mal einen care. Abflug vorlesen? Ja, lass mich mal. Oh, So, wo sind wir denn hier? Eine ganze Schar von Racks umkreist noch immer die Windturbinen der Zephyr-Substation. Vorerst mögen die Banditen die Turbinen kontrollieren, aber ich werde sie zurückerobern. In der Zwischenzeit kann ich keine Racks gebrauchen, die in die Ra Räder fliegen. Räder. Haben denn. Heißt es denn nicht irgendwie Rotoren oder sowas? Egal. Und das Equipment Ich weiß beschädigen. nicht. Daher möchte ich, dass du den gesamten Schwarm vernichtest. Jawohl, Artenschutz geht vor. Und dann Oh, bist du nochmal den Chef Scheiß. Sanders, oder? Fang den Mist, was. Wind. Achso. Was mache ich denn jetzt gerade? Habe ich dir jetzt. Was? Achso, ich habe irgendwie gerade, glaube ich, die Mission angenommen. Achso, ja, das ist mir auch passiert. Ist nicht weiter wild. Ah, dann bin ich nicht an allem schuld. So, das mit dem Abflug hatten wir gerade. Fangen den Wind. Reaktiviere die Windräder der Zephyr Substation. Turbine A, Turbine B, Turbine C. Einer der jüngsten Banditenangriffe hat alle Windräder bei der Zephyr Substation stillgelegt und fast den gesamten Strom der Region unterbrochen. Solche Schweine.
Die Banditen ziehen sich jetzt zurück. Also brauchen wir jetzt jemanden, der die Windräder wieder in Betrieb nimmt. Derjenige muss die Turbinenbremsen lösen und den Hauptschalter umlegen. Okay, klingt einfach. Ui, das ist wieder ein Knopf zum Drücken. Finde ich gut. Ich darf fahren. Ich darf schießen. So, das da hinten sind Windräder, oder? Gehe ich mir schwer davon aus. Ja. Mit den Rädern statt Rotoren. Was soll's? Ist ja alles das Gleiche. So, und was genau ist... Ach so, diese... Die Racks sind diese komischen fliegenden Viecher, die wir da eh schon immer haben, oder? Genau. Wow. Ups. Wo ist er denn nicht geil? Ups. Alter, die Skaks greifen die Banditen an, oder wie sehe ich das gerade? Keine Ahnung, ich sehe die Skaks gar nicht zur Zeit. Aber ich bin auch mehr darauf konzentriert, links dagegen zu fahren, was gar nicht so leicht ist. Unser Fahrzeug ist gleich Schrott. Wow. Sind denn hier die Banditen schon wieder? Das ist echt schwer mit dem Zielen hier. Oh, wir brennen, glaube ich. Oh ja, wir sollten mal aussteigen. Nicht, dass das Ding noch in die Luft fliegt. Oh. Oh, was hast du denn? Oh. Schaffst du das alleine oder soll ich dich retten? Wo bist du denn? Neue Stärke. Da bist du ja. Bin schon wieder. Hast dich alleine befreien können. Wow! Wer schießt denn jetzt schon wieder? So. Brenne, mein Lieber, brenne. Burn. Haben wir es alle? Burn, burn. Sieht burn. Fast so aus. Was ist denn hier? Ist das eine Waffenkiste? Wo denn? Wo ist denn? Ist das eine Waffenkiste? Nee, ist eine Munitionskiste. Na dann, aber da vorne läuft noch einer. Wo ist er denn? Da. Alter, der ist Level 10, der Räuberbandit. Alter, wie viele sind denn da noch? Na, ich muss erstmal ein bisschen einschießen hier. Ich krieg das gar nicht mehr so hin. Da mach du das dämliche. Was mach ich? Nicht du. Fühl dich doch nicht immer angesprochen. Nur weil es hier sonst keinen gibt, mit dem ich reden kann. Wo bist du denn jetzt eigentlich gerade? Hier. Tonbomben schießen. Hier liegt eine Waffe rum. Wow! Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hier, direkt bei mir. Ich komme, ich komme. Nee, hey, ich krieg ihn gar nicht. Der Typ da drüben stört ein bisschen. Jetzt brenn doch. Schön. Huch. So, haben wir es jetzt dann. Was haben wir denn hier? Die Bouncing Betty Granaten. Hast du eine Bouncing Betty Granate? Ich weiß nicht, habe ich da schon eine? Was habe ich denn zurzeit für Granaten angelegt? Irgendwie Inventar. So, ja. Vorhin bei der Extension weitere Granaten ab. Schnell zuerst in die Luft, bevor sie explodieren. Nee, nee, lieber nicht. Aber können wir verkaufen. Also du willst die Granate nicht, oder was? Ich hab sie jetzt zum Verkaufen mitgenommen. Oder hättest du so gewollt, dann gebe ich sie dir. Nee, ich habe keine Ahnung. Oh. Also wieso ist hier... Du bist gleich tot. Mich irritiert diese Leinwand hier. Da ist nur eine dicke, fette Kiste drauf. Oh. Ach hier, die Tür kann man öffnen. Huch. Kiste. Ist gerade ein bisschen geleckt bei mir. Was haben wir denn hier? Alles Schönes. Da Geld unten sind ja schon wieder hier Skaks. Hier ist ein Medikit drin für dich. Wo bist du denn schon? Ah, da. Und hier ist eine Tagebuchseite. Ich komme! Sledge, der Minenschlüssel ist das. Ach so. Ich habe den Minenschlüssel gefunden. Aber der gehört nicht uns. Oh, irgendwer schießt da.
Wow. Bin ich blöd? Von wo? Möchtest du ja jetzt eine ehrliche oder eine schmeichelhafte Antwort haben? Beides bitte. Nein, du bist nicht blöd. Wer schießt denn da? Weiß ich nicht, ich sehe nicht. Deswegen frage ich ja, bin ich blöd oder? Hä? Da oben ist er. Wo denn? Der steht oben auf dem... Ach da? Wie konnte der uns denn treffen? Das gefällt dir nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Ich hab ihn schon erledigt. Aber da oben ist ja auch noch was, oder? Wie kommen wir denn da hoch? Ich würde da gern hochkommen, ja. Ich weiß noch nicht wie, vielleicht hier über das Ding. Oh. Und dann, glaube ich, häng fest. Ah, jetzt. So. Zwei Deppen, die versuchen, auf ein Dach aufzuspringen. Ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Hier, jetzt. Wow. Hier ist eine Waffenkiste. Na, bitte. Ich öffne die schon mal für dich. Ich hänge hier gerade irgendwie fest. So. Ah, eine neue Schrotflinte oder was ist das hier? Lass mich die doch mal vergleichen mit meiner. Schadens 8x12. Dass du auch immer den Größenvergleich machen musst, ja, unfassbar. Jetzt da. Der Schaden ist besser. Die Zielgenauigkeit ist megamäßig grottenschlecht. SPRI Terrible Matador. Was ist das denn? Ach, die sind alle nicht so wirklich, die beiden. Kann man eigentlich beide auf den Müll hauen, glaube ich. Minus 9 Schaden und... Nee, ganz ehrlich. Die will ich gar nicht. Beide nicht. Ich weiß nicht, die hier scheinen vom Schaden her etwas besser zu sein. Von der Feuerrate nur geringfügig schlechter. Ja, vom Schaden her ist die hier auch besser als meine, aber... Und von der Zielgenauigkeit her aber auch schon wieder. Ja, die Zielgenauigkeit ist so viel schlechter als bei mir. Also nehmen wir die zwei Dinger zum Verkaufen mit. Jawohl. Na dann. So, irgendwie habe ich immer noch so wenig nehmen. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen... Müssen wir nicht irgendwie... Oh. Jetzt müssen wir zum Safehouse. Das Level 14. Mine. Fang den Wind. Wir müssen die Turbinen noch anmachen, ja, genau. Oh. Und Rax töten. Wie auch immer wir an die rankommen. Das weiß ich ehrlich gesagt. Tannes Tagebucheintrag. Ich glaube, ich habe da was gefunden. Ja, nimm mit. Heute ist der 76. Tag. Als ich vorhin aufwachte, hoffte ich zunächst, alles wäre nur ein Albtraum gewesen. Wir hatten 36 Stunden damit verbracht, unser Camp näher an die Ausgrabungsstätte zu verlegen, als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wilde Kreaturen und hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gefressen. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte, der über mir zerfetzt wurde. Sein Name war Karl. Aber ich empfand keine Trauer. Nein, ich habe mich sogar gefreut. Karls Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker und dann bemerkte ich das Leuchten der Steine an der Grabungsstätte. Ging es jetzt gerade um den Hocker, den sie so toll fand und sich deswegen gefreut hat, dass der Kollege, dem der Hocker gehört, gestorben ist? Oder habe ich das falsch verstanden? Irgendwie möchte ich mich dazu nicht weiter äußern. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte aber eigentlich so, jetzt das Ganze mitgehört zu haben. Vielleicht ich kann mich auch aber so auch täuschen. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Irgendwo müssen noch Turbinen sein. Also eine Turbine habe ich jetzt schon mal angemacht. Hä? Oder nicht? Fang den Wind. Stimmt, eine doch, läuft. Turbine B habe ich aktiviert. Wie denn? Da war so ein Schalter in der Nähe von den Turbinen. Hier ist auch nochmal, glaube ich, irgendwas. Hier ist nochmal ein Schalter. So, Turbine A habe ich aktiviert. Alter Schalter. Schreit schon wieder unten so rum. Wer schießt denn hier schon wieder? Ich. Du. Diese komischen Hundeviecher. Die brüllen hier was zusammen. Nee, aber sind Skaks nicht... Skaks müssen wir töten, oder? Nein, Rax. Ach, Rax. Ach, ich... Diese... Hier.
fliegenden, was auch immer. Hier vorne sind noch mal ein paar Windräder, die noch nicht laufen. Der sieht so ungesund aus. Ist hier denn noch ein Schalter? Hier muss doch irgendwo noch ein Schalter sein. War der irgendwo zwischen den Windrädern oder an den Windrädern drin? Nicht direkt am Windrad, da steht irgendwie so dazwischen immer. So ein kleines Schaltpult ist das meistens. Hm. Da vorne ist auch noch ein nicht rotierender. Vielleicht ist er da dann in der Nähe der Schalter. Gucken wir mal. Eieiei. Irgendwo hier muss doch was sein. Okay, an dem Haus ist nix. Ach so. Ach, man sieht anhand der Stromkabel, wo der Schalter ist. Okay. Soweit habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Also müssen wir nochmal auf das Haus oben drauf hier. Witzbold. Das müssen wir auch erstmal raffen. Hallo. So. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ob das vielleicht Sinn machen würde, weil die Stromkabel ja irgendwo damit zusammenhängen müssen. Aber irgendwie haben wir wohl doch nicht so wirklich richtig gedacht. Hier oben ist kein Schalter. Und dann schauen wir halt, wo die Stromkabel hier sind, noch so lang laufen. Ist denn hier drin ein Schalter? Nö, auch nicht. Oh, du hast irgendwas aktiviert. Jo, ich habe ihn gefunden. Ach, da ist noch was. Das ist so auffällig, unauffällig, das ist unfassbar. Ich dachte, ach, okay. Ich sag besser gar nichts. Wahrscheinlich haben wir jetzt in den Kommentaren schon 10 Hates stehen. Nö, ich ist jetzt so blind. Wo sieht ihr das nicht? Ich renne die ganze Zeit dran vorbei. Ach, das gehört so. Was sind denn das hier eigentlich für komische Boxen mit diesen Kisten drin? Das irritiert mich jetzt. Weiß ich nicht, vielleicht ist das wie eine Proviant-Geschichte. Okay, was fehlt noch? Die Rax töten, oder? Jetzt müssen wir nur noch die Rax töten, ja. Wie auch immer, wie an die rankommen. Also, ich komme an den Skaks gut vorbei. Das ist ein Talent, glaube ich. Müssen wir nicht hier Richtung von den Skaks? Wo sind denn Richtung Skaks? Wo ist das denn? Ach, das kriegen wir ja angezeigt. Ist mir auch blöd. Hier mit diesem tollen... Oh oh. Hier, Kristalline. Zeigt uns da entlang. Oh Mist, falscher Knopf. Gucken wir mal. Ich höre was schreien. Du bist wieder am Kämpfen da drüben. So. Kommst du klar, oder? Oh, was ist das denn? Ein grüner Skack. Wow. Er rotzt mich voll. Er hätte schon wieder angesabbert hier. Unfassbar. Wow. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Zenustes Combat Riffle sind jetzt Level 1. Was? Ah, ich kann ein bisschen Hilfe gebrauchen, glaube ich. Ich komme. Komm schon. Oh, nein, so doch nicht so schnell. Alter! Okay, kommst du klar? Toll, oder? Wie oft ich um mein Leben kämpfe, das ist unfassbar. Kommst du klar? Schon allein die Folge dreimal. Ich musste zum Glück noch nicht. Entschuldige mich hiermit bei allen Zuschauern, ich weiß, ich kann's nicht, aber es funktioniert. Hier habe ich noch ein Medikit für dich liegen lassen. Dankeschön. Alter. So, was ist so gut wie tot. Beide. Alter Schwede. Ah, hier so ein bisschen was.
Rüstung. Aber wir haben ja zum Glück beide diese Schilder angelegt, die einen nach einer gewissen Zeit heilen. Ja. Da oben sind diese Rackviecher. Einer ist tot. Ah, ausgerechnet. Jetzt muss ich natürlich nachladen. Was ist denn? Ah, warum ist das? Das sind komische Zungenschmeichler hier. Alter, dieser Hund. Oh. Ein Medik. Alter, jetzt leck mich doch einfach am Arsch. Was machst du jetzt? Was rollt denn hier alles? Mein lieber Mann, das war... Kämpfe um dein Leben. Irgendwie habe ich aber niemanden mit der... Du wirst wieder bitte. Sag doch Bescheid. Das finde ich sehr sozial von dir. Ich krieg das gar nicht mit, dass du Hilfe brauchst. Das gar nicht. Also, liebe Leute, ich bin jetzt bei 4-mal. Bin gespannt, was für einen Rekord ich damit aufstelle. Irgendwas hat mich noch angegriffen. Ach, da oben. Ach, da oben, Bums. Fertig, ja, Wahnsinn. Fliegt doch nicht so dämlich im Kreis. Ich treff den nicht. Willst du mich verarschen, oder was? Hier. Ich schick dir meinen Vogel. Der kommt aber irgendwie nicht zu dir. Ich hasse ihn. Ach, Gott sei Dank. Ah, wir haben schon 10. Da kommt noch was. Ah ne, es ist meiner. Da kommt noch was. Oh, mein Vogel. Huch. Also, nur zur Information für alle, die die Folgen noch nicht gesehen haben, der Flocke hat einen Vogel. Punkt. Oh, ich habe irgendwas aufgehoben, warte mal. Theodore Violent SMG. What ja, die wollte ich eigentlich gar nicht aufheben. Warte mal kurz. Nee, nicht hier. I. Das, die werfe ich nochmal raus. So. Schau dir die mal an, ob du die brauchst. So. Sieht nach nö aus. Nach nö. Okay. Nö. Dann nehme ich sie wieder. Ganze 89 Dollar wert, ja Wahnsinn. So. Die haben wir also auf. Was haben wir denn sonst noch für Quests? Haben wir ja noch so irgendwas, was mal Tagebuch. Na, wo kann man denn das nachgucken? Ich bin hier schon wieder völlig überfordert mit der ganzen Steuerung. Ah, hier. Oh, ich habe wieder keine Skillpunkte. Finde ich gut. Nö, die sind ja auch alle vergeben zurzeit. Ja. Keiner ist mehr Single von denen. Ja. Danke, jetzt fühle ich mich noch einsamer. Oh, der arme Sinuste. Also an alle Mädels da draußen. Der Sinuste wäre noch zu haben. Aber Vorsicht, Allergien sind nicht von Vorteil. Allergien? Achso. Ja, Allergien gegen übergute Laune und so weiter. Also man muss schon einiges ertragen, muss man auch zugeben, glaube ich. Ja, ich glaube, du bist manchmal nicht ganz einfach. Ja. Ah. So, gehen wir nochmal ab, die Quests hier. Flocke macht einen Abflug, was? Nächstes Level, jawohl! Dito. Drücke Rücktaste, um sie auszugeben, was? Ich kann nicht mehr mit ihm sprechen. Hier steht eh sprechen, aber ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich glaube, er mag dich nicht. Habe ich einen dummen Witz gemacht. Sprich du mal mit ihm. Vielleicht lässt er sich ja von der Frau eher ansprechen, als von... Nur weil ich Möpse habe. Hallo? So. Gleichberechtigung. Nö, mit mir will er auch nicht reden. Oh. Ja, da hast du deine Gleichberechtigung. Was müssen wir denn jetzt machen? Hier, wir müssen in die Mine, oder? Glaube ich mal. Hier ist irgendwie Minenschlüssel, zeigt mir hier lang. Entschuldigung. Wisst ihr denn? Hier? Ach, da. Ja, ich bin Sollen wir es wagen und auf die andere Seite wechseln?
Okay. Also für jeder nach. Sollen wir es nochmal ansagen? Ich weiß es nicht. Ah, die Leute wissen doch mittlerweile, ja, dass mit auch. Borderlands immer so eine Sache ist. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns drüben. Bis gleich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich auch. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin angekommen. Außenposten gefunden. Achso, waren wir hier noch gar nicht? Nö, scheint so, dass wir hier noch nicht waren. Ja, hier, da kommt gleich die Zusatzquest. So, machen wir mal. Wie hast du eine Zusatzquest, hä? Du weißt doch, immer schön die Klamottenfarbe ändern. Ach so, die Zusatzquest. Ich kündige es jetzt mal an, damit du mir gleich sagen kannst, was ich für tolle Haare habe. Ja. So, oh, gucken wir mal, Sniper ja. Rifle. Ganz ach so, das schön. Kostet auch noch Geld. Scheiße. Tja, du. Jetzt habe ich nur noch 11.000, was mache ich jetzt? Änder du ruhig mal dein... Oh shit. Ein bisschen zu viel Kohle raus. Also nachdem mir das letzte Mal eine Arbeitskollegin gesagt hat, dass sie ein Sonderangebot fürs Wimpernverlängern bekommen hat und deswegen nur 80 Euro zahlt, ja, da kann ich ja auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Bin ich froh, dass ich keine Frau bin, ganz ehrlich. Das sind alle Frauen da draußen. Ihr seid bescheuert. Das ist natürlich nett gemeint. Möchte, ja, ja, ja. Das ist tatsächlich so. Jemand ein Medikit? Hier ist ein Medikit. Also ihr seid zumindest sehr schwer zu verstehen, kann man mal. Hier ist ein komisches Schild. Was macht denn dieses Schild? Hohe Kapazität. Nein, das kannst du dir nicht leisten. Du kannst mich mal... Ach, ich kann ja Sachen verkaufen, stimmt ja. Warte mal, das ist echt... Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich denke da aber auch nie dran. Ich weiß nicht, was soll ich denn? Ich habe gerade ein Schild gefunden, was enorm hohe Kapazitäten hat. Zum Absorbieren. Doppelt so viel wie das, was ich jetzt momentan habe. Dafür regeneriert es aber keine Gesundheit. Ich glaube fast, dass das Gesundheitsregenerieren mehr von Vorteil ist. Ich habe gar keins, welches die Gesundheit regeneriert, ehrlich gesagt. Nicht? Steht das bei dir nicht mit dran? Nee, ich habe nur hohe Kapazität. Wie hoch ist die? 147, glaube ich. 147, alter Schwede. 145, Entschuldigung. Dann verkaufe ich die. So, diese Bouncy. Ah, bei mir steht sogar drin, Ladegeschwindigkeit 16. Überlastkapazität steht da. Interesting. So, was ist denn hier mit dieser Shotgun, die ich, mit dieser Sniper, die ich hier habe? Kann ich die denn mal vergleichen? Hier liegt irgendwie was rum. So eine komische Schrotpatrone. 10 Schuss, 74, 95, 1, 1,4. Der andere haut ja wieder die ganzen Nester kaputt, der unfassbar. Also wie war das, wie rechnet man das nochmal aus? 60 mal 0,6 sind 300... Genau. Sind 360. Also 3, nee. Warte mal. 60 mal 0,6 sind 36, oder? Ich weiß es nicht. 36. Und dann Multiplikator mal 2. Dann haben wir 72. Dann ist die gelbe Sniper Rifle, die ich habe, ist besser, denn die hat 74 Schaden. Ja, dann nimmst du die halt, oder? Aber wir haben ja Ich schon richtig gerechnet, oder? Wir haben das nämlich mal nachgeschaut mit diesen Multiplikator-Dingern. Ne, mal 2 ist ja noch nicht mal 2. Mal 2 ist ja nur mal 1,5. Dann, es gibt ja nur Multiplikator 1, 2, 3 und 4. Und das ist, mit der 2er ist der 1,5er. Genau. Also ist die gelbe definitiv besser als die, die ich jetzt momentan angelegt habe. Auch wenn die keinen Feuerschaden macht, aber sie bringt's einfach. Genau. So, dann habe ich jetzt eine bessere Sniper angelegt.
Es ist auch mal schön, wenn man mal mit diesen Multiplikatoren umgehen kann. Wenn man mal weiß, was jetzt überhaupt was ist, wie das funktioniert. Viel zu kompliziert. Gehen wir weiter, oder? Das ist echt viel zu kompliziert, um das jetzt im Let's Play zu erklären. Wer das wissen möchte, wie das mal funktioniert mit diesem Multiplikator-Zeugs, der soll das am besten mal nachlesen bei Borderlands Wiki. Da ist alles sehr ausführlich erklärt. Oh. Für mich ist jetzt nur wichtig zu wissen, knallhart das Gag. Ach, einiges stärker ist, die ich jetzt angelegt habe. Huch. Das ist ein knallharter Skack. Aua. Aua. Ich brauch Hilfe. Ich muss mich retten. Alter. Okay, ich häng hier auch gerade ein bisschen. Wo bist du? Ach, du kannst Kommst dich du bewegen, klar? Okay. Ja, so warte. Halbwegs. Alter, schon wieder, jetzt reicht's mir aber langsam. Hässlicher. Was brauchst du? Nee. Ich bin wieder körperlich anwesend. Okay. Was ist das denn hier? Oh, hier ist eine geile... Wer quietscht denn jetzt hier schon wieder? Hier ist eine geile Pistole, glaube ich. Oder? Ist doch eine Pistole. Nicht höchst effektiv gegen Shields, ermöglicht Schockschaden. Das Lustige ist, bei meinen zwei Gewehren ist das eine der Schaden höher und bei dem anderen die Zielgenauigkeit. Ja, aber du hast doch auch eine Pistole, oder? Nein. Nicht? Ich bin zurzeit mit zwei Waffen, mit allem außer Pistole unterwegs. So ungefähr. Okay. Ermöglicht Schockschaden. Klingt... nicht schlecht. Magst du die haben? Ansonsten würde ich sie tatsächlich mal ausprobieren. Ja, versuch sie mal. Ich möchte die mal testen. Das ist zum Beispiel, wäre zum Beispiel bei diesem dreckigen Skag vom Vorteil gewesen. Oh Gott. Nein! Du musstest sie ja unbedingt beleidigen. Achtung, das ist ein knallharter Säureskack. Ich hätte da mal... So, haben wir sie? Achtung, da kommt noch einer hinter uns. Aua. Wo ist er denn da? Hast du denn angezündet? Nö. Ey. Ich dachte du. Ich. Ah, irgendwo schießt nochmal so ein Vieh. Ach, da oben ist dieser Säurehans. Alter, der kotzt hier alles an. Oh Gott. Also verzeiht mir gerade, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber du musst mir helfen. Wo bist du denn? Da. Direkt neben dir. Ach so, jetzt. Ja, jetzt. Alles klar, vielen Dank. So, bist du jetzt eigentlich wieder voll geheilt, oder? Nö. Gut, aber das Medikit hast du jetzt, oder? Das habe ich mir genommen. Gut. Da war ich mal so dreist, weil ich doch ein bisschen weniger hatte als du. Ja. So. Vielleicht sollte ich die Pistole mal testen, wenn ich dann weniger starke Gegner vor mir habe. Oh Mann, hier kann man sich auch nichts leisten. Unfassbar. Unfasslich. Hätte ich mal nicht so viel Geld für mein Aussehen ausgegeben. Also ich würde sagen, wir schauen, dass wir jetzt mal irgendwie weiterkommen, oder? Ja, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Oder was glaubst du? Ist es schon soweit? Leider ist es schon soweit. 34 Minuten haben wir schon.
Ja, Wahnsinn. Dann mach mal besser erstmal Schluss mit der Folge. Nicht, dass die Leute noch einschlafen, weil die Folgen so lange gehen. Das freuen wir ja nicht. Wo bist du denn? Upsa. Ich war eben neben dir gestanden. Komm mal zu dem grünen Pinöpel hier in der Mitte. So. Die Leiche. Dann beenden wir hier die Folge, oder? Genau. Klar. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die bis zum Ende mit dabei geblieben sind. Wir hoffen wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat. Schaut gerne auch mal bei dem guten Sinister auf dem Channel vorbei. Dort könnt ihr das Ganze dann nämlich aus seiner Perspektive sehen. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, sich beides gleichzeitig anzugucken. Aus beiden Perspektiven sozusagen. Und dann kann man ja einfach bei einem den Sound laufen lassen, den anderen stellt man auf Mute. Dann hat man doppelten Genuss. Dann auch von mir einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer ihr jetzt noch vor euch habt. Schönen Abend noch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.